Hallo, dieses Video darf ganz ausdrücklich geteilt werden, es darf ganz ausdrücklich kopiert werden. Wichtig ist nur, dass du die Übung, die wir jetzt gleich machen, die Hypnose, dass du die am Stück lässt, damit es wirklich die Worte und auch die Wirkung sehr frei entfalten kann. Ich habe mir natürlich genau was dabei gedacht. So, wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Monja Berardino-Cioust und ich bin Hypnotiseurin und Coach für innere Freiheit. Und genau deshalb stand ich nämlich für diese innere Freiheit und wirklich, wirklich wahre Liebe. Und vielleicht merkst du, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, aber ich wünsche mir, dass dir diese Übung jetzt gleich hilft. Also stand auch für echte Gesundheit. Und weil ich genau weiß, wie Hypnose funktioniert, und wie Hypnose wirkt, habe ich letztes Jahr sofort bemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass es eine riesen, riesen Masse Panikhypnose ist und dass mir Duali ziemlich schnell mit reingezogen wurde. Und dieses Video ist jetzt nicht für dich, wenn du alles cool findest, so wie es jetzt ist, dann kannst du jetzt wegklicken. Aber wenn du merkst, so, hey, nee, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl und irgendwie, egal ob es jetzt um die Maßnahme geht, aber ganz besonders jetzt um die also ich darf diese Worte hier drin auch nicht benutzen, sonst wird dieses Video noch schneller gelöscht. Aber nachher in dieser Übung muss ich sie nennen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir, wenn du es denn nochmal anhören magst, schnell runterladest, gell? Also nur dafür ist dieses Video gedacht, dass du weißt, hey, will ich das überhaupt oder will ich das nicht, wenn es wirklich schon so ist, dass du diese Stoffe schon in dir tragst und du trotzdem ein blödes Gefühl hast, dann bleib auch dran, dann ist die Übung auch für dich, aber erst zum Schluss, ja. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, du fühlst dich gerade gegängelt, genötigt oder zu irgendwas gezwungen, was jetzt nicht zu dir passt, was sich nicht nach Gesundheit anfühlt. Juhu, du schmeißt schon Herze. Dann, oder aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe einfach keinen Bock mehr hier und ich will jetzt wirklich was tun, dann habe ich auch zum Schluss für dich hier so, dass du vielleicht Gleichgesinnte finden kannst. Vielleicht hast du coole Idee. Das jetzt hier, dieses Video, das ist mein Beitrag für alle die, die es wollen und die, die es brauchen, raus aus dieser Masse Hypnose jetzt. Genau, dann guck mal, ob jetzt für dich die Übung Klarheit bringt und dafür machst du jetzt einfach mal bequem. Wir fangen direkt an. Zack, zack, hier wird nicht lang geschnackt. Genau, dann entweder kannst du dich hinlegen, dass es dir bequem ist, wenn du wach bleibst, dass du alles auch mitkriegst. Also ich will nicht irgendwelche Suggestionen geben, die du dann nicht mitkriegst, sondern du sollst absichtlich alles mitkriegen. Das ist wichtig für dich. Dann, also entweder legst du dich bequem hin oder du sitzt, Füße am Boden, oder du stehst jetzt so, dass du, es kann sein, dass du so ein bisschen wankst, dann guck, dass du hinter dir was hast, wo du schwupp schnell absitzen könntest, falls nötig, gell? Das wäre jetzt gut und dann, egal wie du jetzt die Position wählst, schließ die Augen und beobachte jetzt erstmal deinen Atem. Spür, wie fließt mein Atem, fließt der, wie fühlt sich das an, mein Körper, wenn ich einatme, wie genau bewegt sich mein Brustkorb und wie bewegt er sich, wenn ich ausatme. Und dann geh mal in Gedanke durch deinen Körper durch. Und egal, ob du jetzt stehst, sitzt oder liegst, spür mal jetzt in deine Füße. Fühl mal ganz genau, wie fühlen sich jetzt deine Füße an. Und du musst gar nicht bewerten, du musst gar nicht jetzt irgendwie denken, oh, gut, schlecht oder was auch immer, sondern einfach nur, ah, vielleicht warm, vielleicht weich, vielleicht kalt, was auch immer. Einfach nur wahrnehmen. Aha, wie fühlt es sich jetzt an? Dann gehst du durch deine Unterschenkel und spürst mal, wie fühlen sich deine Unterschenkel an. Wie fühlen sich die Knie an? Und wie fühlen sich deine Oberschenkel an? Wie genau
fühlt sich dein ganzes Gesäß und dein ganzer Beckenraum an? Und wie fühlt sich dein ganzer Bauchraum an? Und dein unterer Rücken? Wie fühlt es sich gerade an? Ist es kribbelig? Ist es warm? Ist es wie? Einfach nur fühle, wie fühlt es an? Wie fühlt sich der obere Rücken jetzt an? Und wie dein ganzer Brustraum? Genau, du spürst auch, wie hier wieder der Atem deinen Brustkorb bewegt. Und wie fühlt sich die Schulter an? Wie genau ist, fühlt es sich schwer an? Fühlt es sich leicht an? Ist die locker? Ist die verspannt? Wie fühlt sich die Schulter an? Wie deine Kehle? Und wie dein ganzer Kopf? Über die ganze Kopfhaut? Bis zur Stirn? Und dann überprüf, wie fühlt es in deinem Kopf an? Wie fühlt sich jetzt dein Gehirn an? Gibt es hier vielleicht wilde Gedanken gerade? Auch hier einfach nur wahrnehmen. Wie fühlt es an, dass es jetzt vielleicht wieder zugeht? Vielleicht ist es auch ganz ruhig. Vielleicht freust du dich einfach und fühlst dich hier wohl. Und dann überprüf mal, ob du vielleicht sogar deine Hand auf dein Herz nehmen willst. Oder beide Hände. Und dann spür auch, wie die Arme sich anfühlen, Oberarme, Unterarme und Hände. Und wenn du hier so durchgefühlt hast, durch den ganzen Körper, dann gehst du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Und dann fühl jetzt, wie sich jetzt dein Herz anfühlt. Stell dir vor, in deinem Herzraum, es kann jetzt sein, es ist wirklich links versetzt, kann sein, es ist mittig in deiner Brust, das kannst du dir so vorstellen, wie du es magst. Und dann stell dir vor, hier entsteht so ein kleines flackerndes Licht. Und dieses Licht kann sein, dass es eine bestimmte Farbe für dich hat. Vielleicht ist es grün, vielleicht ist es rot, vielleicht ist es aber auch Gold oder weiß. Silber, glitzernd, vielleicht ist es einfach so, wie du es jetzt gerade siehst und wie du es jetzt gerade fühlst. Und dann stell dir jetzt mal vor, dieses klitzekleine flackernde Licht ist wahre Liebe. Und meine Leute, die bei mir im Yoga oder im Coaching sind, die wissen, wie das geht. Aber wenn du das zum ersten Mal machst jetzt, dann ist es nicht schlimm, du kannst es einfach üben, weiter immer üben. Wie könntest du jetzt Liebe erzeugen? Vielleicht gibt es einen Mensch, den du besonders liebst. Dann spürst du jetzt einfach, wow, wie fühlt es sich an, wenn ich die Person jetzt vor mir habe und oh wow, ja, so fühlt sich Liebe an. Oder vielleicht ist Person gerade gar nicht das Richtige. Oder vielleicht hast du ein Kind, wo du besonders liebst. Oder irgendwie in der Bekanntschaft, Verwandtschaft ein Baby. Babys sind einfach immer liebenswert. Oder kleine Kätzle oder kleine Hunde, sowas. Wenn du Tierliebhaber bist, dann kannst du es auch mit Tiere machen. Okay, wichtig ist einfach nur, dass du dieses Gefühl in dir fühlen kannst von tiefer und echter und wahrer Liebe. Und zwar bedingungslose Liebe. Nicht, die muss nichts erfüllen. Die ist einfach nur da. Und wenn du die jetzt fühlen kannst, dann stell dir vor, dass dieses kleine flackernde Licht, diese wahre Liebe immer größer wird in dir, immer, immer größer. Und da kannst du vielleicht fühlen, wie es wirklich die ganze Brustraum ausfüllt und wie dann dieses Gefühl immer größer und immer größer wird und immer weiter, bis du vielleicht sogar wie in einer riesengroßen Hülle von wahrer Liebe, ja, wie so eingehüllt bist. Wie so ein riesengroßer Ball um dich rum. Ganz tiefe, wahre Liebe. Und dann spür mal, ob sich das gut anfühlt, ob sich das wirklich, ob das schon cool ist.
Und wenn nicht, dann übst du das einfach immer wieder. Und in diesem Gefühl bleibst du jetzt, aber wichtig für dich zu wissen ist, dass Worte wie Messer sind. Messerscharf sind Worte. Und du kannst die direkt spüren. Das üben wir jetzt gleich. Das heißt, ich nenne jetzt einfach ein paar Worte und du spürst einfach mal rein, wie fühlt sich jetzt dieses eine Wort für mich an? Ist es? Wie schwingt es in mir? Du bist jetzt aufgefüllt mit dieser Liebe und trotzdem kannst du fühlen, wie Worte schwingen und wie die sich anfühlen. Und dann spür jetzt einfach mal, lass die Augen noch geschlossen und fühl mal, wie fühlt sich das Wort Hass in dir an? Wie fühlt sich das an, wenn du Hass denkst? Was passiert in deinem Herz, im Bauch, im Kopf? Was passiert in deinem Körper mit diesem Wort? Und wie im Gegensatz schwingt dieses Wort Liebe? Also du kannst direkt den Unterschied spüren. Also ich spüre den Unterschied ganz krass. Wenn der bei dir noch nicht stark ist, mach dir nichts draus. Es wird besser. Es wird auf jeden Fall besser. Du kannst es dann irgendwann unterscheiden oder du kannst es besser spüren. Ja, also du bleibst in diesem Gefühl von Liebe und dann spürst du, aha, das ist was anderes wie das Wort Hass. Und du brauchst gerade gar nichts denken. Du musst nichts denken, einfach nur fühle. Es reicht, wenn du fühlst, mehr braucht es nicht. Und dann spür mal, wie fühlt sich das Wort zum Beispiel Spaltung an? Wie fühlt es sich an? Ist es schwer? Ist es leicht? Ist es... Ja, wie fühlt es an? Du darfst selber bewerten. Ich will dir gar keine Worte vorgeben, sondern ich will, dass du es spürst. Ja? Wie fühlt sich das Wort, jetzt müsst ihr es leider sagen, dieses C-Wort, sonst kannst du gar nicht spüren, wie fühlt sich Corona für dich an? Manche haben ja schon richtige, so eine Abneigung entwickelt und dann fühlt es richtig stark schwer an. Und wie fühlt sich für dich Abstand halte an? Manche finden das cool, manche finden es überhaupt nicht cool. Das ist wirklich, wie fühlst du es für dich an? Und ich will dir nichts vorgeben. Ich will, dass du selber rausfindest, was für dich sich gut anfühlt. Wie fühlt sich für dich Entfremdung an? Und wie dieses Wort Maske oder überhaupt, wenn du dir vorstellst, dieses Maske trage, wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich für dich Misstrauen an? Wie fühlt sich das Wort oder diese Energie von gegeneinander sein an, als wenn Menschen gegeneinander sind? Wie fühlt es sich an, wenn Menschen Unverständnis zeigen oder sich einfach nicht verstehen wollen? Wie fühlt sich das für dich an? Und wie fühlt sich das Wort Verurteilung an oder vielleicht auch das Wort Test? Dass man jetzt überall diesen Test braucht, wie fühlt sich eben die Maßnahme an, wie fühlt sich das Wort Regeln für dich an, wie fühlt sich das Wort Krankheit für dich an und wie eben dieses Wort Impfung, wie fühlt es sich an? Und es kann jetzt für jeden Mensch anders sein, also du brauchst jetzt gar nicht überlegen, oh Gott, bei mir fühlt es so und so an, sondern ich will einfach nur, dass du fühlst, wie fühlt es sich an? Und Achtung jetzt, stell dir vor, jetzt kommt ein großer Eimer Wasser über dich und schwemmt mal alle Worte raus, alles raus aus deinem Körper. All diese Worte, all diese Energie raus. Und dann geh nochmal in deinen Körper, spür nochmal, wie fühlt es jetzt an, wenn ich das Wort sage, Gemeinschaft. Wie fühlt es an, wenn du gemeinsam mit Menschen bist? Wie fühlt sich denn das Wort Lache für dich an? Freude. Umarmung, echte Umarmung. Wie fühlt sich das Wort Miteinander an und Verständnis? Wie fühlt sich das Wort Freiheit an und wie Natur oder Wachstum? Wie fühlt es an, wenn jemand sanft ist oder wenn du selber sanft bist zu dir oder deinem Gegenüber? Wie fühlt sich an, wenn Menschen liebevoll miteinander sind? Wie fühlt sich an, wenn du dir vorstellst, körperliche Nähe zu fühlen? Wie fühlt sich für dich Gesundheit an?
Wie fühlt sich ein starkes Immunsystem für dich an? Und wie fühlen sich die Worte für dich an? Mein Körper ist schlau und ein echtes Wunderwerk. Wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt es sich an, dass du gewertschätzt wirst? Aber wie fühlt es sich an, wenn du jemand anders wertschätzt? Wie fühlt es sich an? Und wie fühlt sich Anerkennung an, wenn du anerkannt wirst und wenn jemand dich anerkennt? Wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich in dir Dankbarkeit an? Und jetzt pass auf, was deine Gedanken machen. Wahrscheinlich machen die sowas wie, für was soll ich dankbar sein? Nee, darum geht es nicht. Es geht einfach nur um dieses Wort Dankbarkeit. Wie fühlt sich Dankbarkeit an? Wie fühlt sich das Wort Danke in dir an? Und Liebe, haben wir vorher schon gespürt, wie fühlt sich dieses Wort und diese Energie von Liebe in dir an? Verbundenheit, Nächstenliebe und dieses Zusammenführen. Und dann spür genau, wie sich das anfühlt und bleib mal in dieser Energie und in diesem Gefühl. Und falls du jetzt vor dieser Übung unsicher warst, was für dich gilt und wie, ob das alles für dich, diese Masse-Panik-Hypnose, ob die wirklich für dich stimmt, dann hast du jetzt deine Antwort. Es braucht nämlich keine Zahlen, irgendwelche Regeln, es braucht keine Beweise, keine Verbote oder irgendwelche Sanktionen. Das braucht es alles nicht, weil du es fühlen kannst. Und da bleib in dieser Energie und in diesem Gefühl. Und vielleicht stimmen diese Sätze für dich. Wenn ja, nimm sie mit. Wenn nein, dann lässt du sie einfach jetzt hier liegen und brauchst sie gar nicht mitnehmen. Mir sollte einfach wieder mehr aufeinander zugehen. Zusammenführen statt spalten. Verstehen statt verurteilen. Ich will lieber nachfragen statt schmolle. Oder ich will auf jeden Fall wertschätzen statt niedermachen. Aber vor allem will ich lieben statt hassen, weil sich Liebe einfach viel, viel besser anfühlt. Und vielleicht ist dein neuer Glaubenssatz, vielleicht ist das, was du heute hier mitnehmen willst, ich bleibe im Vertrauen für mich, für meine Gesundheit, für die Freiheit und für die Liebe. Für ein starkes Immunsystem, Liebe und wertschätzende Begegnungen und echte Berührungen, echte Umarmungen. Und vielleicht magst du heute noch mitnehmen, auch wenn es manchmal jetzt gerade nur unglaublich ist, dieses, das Leben ist immer für mich. Also auch für dich, wenn du dich dafür entscheidest. Und ich persönlich glaube auf jeden Fall an das Gute. Und ich glaube auch daran, dass wir Nähe brauchen. Ich glaube auch, dass wir wirklich miteinander mehr erreichen können und einfach nur für dich, dass du es weißt, du kannst dich jetzt umprogrammieren. Also unsere Zellen sind ständig in dieser Energie von, hey, ja, ich will was Neues lernen. Und das Blöde ist einfach nur, wenn du jetzt diese Zelle die ganze Zeit fütterst mit all diese Dinge, die jetzt gerade schon über eineinhalb Jahre in die Medien kommen und diese Panik machen und dieses, es ist wirklich eine Hypnose. Ich weiß genau, wie Hypnose funktioniert, das kannst du ja sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du weißt, dass du die ganze anderthalb Jahre jetzt deine Zelle mit dieser Panikhypnose bedient hast, dass du jetzt weißt, hey, du kannst jetzt raus und du kannst mit dieser Hypnose auffüllen, mit Liebesenergie, mit Freude, mit Gemeinschaft, mit Juhu, echter Berührung, was auch immer dir wichtig ist und alles, was ich jetzt nicht genannt habe und dir wichtig ist, das machst du noch mit dazu. Und wie gesagt, das ist mein Beitrag, das heißt, gib es gern weiter, aber wenn jetzt du vielleicht schon
Vielleicht hast du schon jo, diese Stoffe in dir, dann mach jetzt trotzdem hier noch weiter mit dieser Übung. Also wichtig für mich nur zum Sagen, sorry, raus aus der Angst, weil die Angst lähmt uns, ja? Angst lähmt uns permanent, aber was noch schlimmer ist, es stresst uns out. Wir haben ständig diese Stresshormone in unserem Körper. Deswegen ist es wichtig, dass du, wenn du keine andere Idee hast, dann mach jetzt diese Hypnose, die ich dir jetzt hier gezeigt habe. Und der Rest kommt jetzt gleich noch. Und geh raus aus dieser Panik- und Angsthypnose und geh rein in diese gute Liebesenergie und in dieses, ja, was dir gut tut. Genau. Jetzt ist noch, falls du jetzt wirklich schon diese Stoffe in dir trägst und du hast aber Bedenken, ich kenne auch viele, die haben jetzt quasi Angst davor. Nein, das wäre jetzt auch ganz blöd. Deswegen geh nochmal in dieses Gefühl, schließ nochmal die Augen und überprüf nochmal dieses Gefühl in deinem Körper. Wenn jetzt hier Wirkstoffe schon in dir drin sind, die sich jetzt nicht gut anfühlen für dich, dann ist es wichtig, dass du trotzdem rausgehst aus der Angst und dass du jetzt einfach nochmal in deinen Körper fühlst. Und jetzt geh mal einfach in eine Zelle stellvertretend für die ganze andere Zelle. Es kann jetzt sein, eine im großen Zeh, eine im Knie oder in der Hand oder auf der Stirn oder ist egal, wo diese Zelle sitzt. Und jetzt gehst du in diese Zelle und überprüf, wie genau fühlt sich jetzt diese Zelle an. Gibt es hier in dieser Zelle jetzt irgendein Gefühl von Fremdkörper oder irgendwas, was sich nicht gut anfühlt, vielleicht dunkel oder wie so Giftstoffe oder irgend sowas. Also fühlt sich irgendwas nicht gut an in dieser eine Zelle? Spür mal genau hin. Ein Gefühl von, da ist was, das gehört nicht zu mir oder das fühlt sich nicht richtig an. Und dann ist die Frage, hey, willst du diese eine Energie, die jetzt sich nicht gut anfühlt, wenn es das gut anfühlt, ist alles easy, kannst du jetzt aufhören, Augen auf und alles gut. Wenn es das nicht gut anfühlt, dann überprüf mal, was ist möglich. Wie kannst du jetzt diese Energie in diese eine Zelle loslassen? Und du musst sie überhaupt nicht bekämpfen, du musst gar nichts bekämpfen. Ja, du kannst es auch so schaffe. Also, willst du diese Energie, die jetzt nicht zu dir passt und dir nicht gut tut oder die sich einfach nicht richtig für dich anfühlt, willst du die einfach aus der Zelle rausfließen lassen? Willst du diese Energie einfach oder dies vielleicht sieht es auch eben besonders aus, vielleicht ist es einfach dieser Fremdkörper, willst du das einfach aus der Zelle raus, Türe auf, raus, Türe wieder zu? Willst du es absaugen mit dem Staubsauger? Willst du das lieber durchspülen, diese Zelle, mit Wasser? Was stimmt für dich? Und bitte scheu dich nicht, wenn du das im Nachgang noch anguckst, scheu dich nicht, mir zu schreiben, wenn es irgendwie gerade mit diesen Techniken nicht möglich ist. Es gibt noch viele andere Techniken. Du findest jetzt einfach die Möglichkeit, die für dich stimmt. Und wenn du das hinkriegst mit dieser einen Zelle, dass die jetzt wieder frei ist, dann stopfst du sie voller dieser tiefer Liebe, die du gerade gespürt hast in deinem Herzen. Jetzt schickst du diese Liebe und diese wundervolle Energie, die du spüren kannst oder konntest, in diese Zelle. Und dann fühl mal, wie sich jetzt diese Zelle freut oder wie sie sich anfühlt oder was genau jetzt mit dir passiert. Ist vielleicht auch Heilenergie? Schick jetzt in diese Zelle alles, was es hier braucht. Auf jeden Fall Gesundheit, auf jeden Fall starkes Immunsystem. Alles, was es jetzt braucht, dass es dir wirklich gut geht, auch wenn du vielleicht diesen Peaks bereut hast. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, diesen Peaks, und trotzdem kannst du jetzt was für deinen Körper und dein Immunsystem und deine Zelle tun. Und das ist so cool. So, dann, wenn du jetzt merkst, oh ja, diese eine Zelle, die ist jetzt frei, dieses irgendwas ist raus und es fühlt sich gut an, dann geh jetzt in der Rest von deinem Körper
in jede andere Zelle und duplizier das einfach. Du machst jetzt genau das, was du mit dieser eine Zelle gemacht hast, für alle andere Zelle auch. Du überprüfst nochmal, in jeder Zelle ist da irgend so ein etwas, was nicht hier hingehört. Also raus, nimm deine Technik, die du jetzt für diese eine Zelle benutzt hast. Und wenn die raus ist, alles raus. Egal, wie du es machst, wegsauge, wegspüle, raus aus der Tür, einfach rauswerfen. Und wenn das alles raus ist, dann gehst du nochmal in diese Energie von tiefer und wahrer und echter Liebe und schickst diese Energie in jede einzelne Zelle. Und jetzt darf sie heilen und jetzt darf sie wirklich wieder frisch sein und ja, spür, wie sich das dann anfühlt, wenn alle Zellen deines Körpers gerade heilen. Und dann sei dir jetzt wieder bewusst, das Leben ist für mich. Mein Körper und mein Immunsystem sind super, super schlau und mega, mega stark. Und sie werde es auf jeden Fall ganz, ganz super leicht schaffen, gesund zu werden und gesund zu bleiben, wenn ich es will. Und dann geh in dieses Vertrauen und fühl, wie es sich anfühlt, in tiefer Liebe, in tiefem Vertrauen, dass das Leben für mich ist und dass es so oder so gut wird und dass ich jetzt neue Wege finde und neue Möglichkeiten und neue Ideen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann kannst du jetzt in deinem Tempo deine Augen wieder öffnen. Und diese Übung, die kannst du jeden einzelnen Tag machen. Was empfehle ich dir jetzt als allererstes? Was tust du jetzt als nächstes, wenn dir das wirklich gut getan hat, wenn du jetzt gespürt hast, oh wow, das fühlt sich alles viel, viel besser an wie jetzt die letzten Monate? Dann kann ich dir nur empfehlen, das allererste, schalt dein Fernseher aus, schalt dein Radio aus. Überprüf, wie oft habe ich genau Nachrichten geguckt oder diese Schreckensbotschaften, diese ganze Panikmache, wie oft habe ich das gehört? Und dann ersetzest du jetzt diese Zeiten, wo du das bis jetzt anderthalb Jahre gehört hast, durch diese Hypnose. Du kannst nur den ersten Teil nehmen, jetzt ohne diesen zweiten Teil, falls das dich nicht betroffen hat, diese Substanz. Ansonsten lass du es dabei. Und dann hörst du es einfach so oft, wie bisher diese Angsthypnose in dir gewirkt hat. Und dann irgendwann gleicht es aus. Ja? Aber das wäre so das erste, Fernseher und Radio aus. Das zweite, hör dir diese neue Hypnose, diese super coole Energie, Freude, Liebe, Fröhlichkeit, Miteinander, solche Dinge. Hör dir das ganz genau an. Geh in Gesundheit, in ein starkes Immunsystem und das dritte ist, raus aus dieser Panikhypnose, gib sie einfach, gib diese Hypnose dafür weiter und vielleicht hast du ja Menschen, die, ja, denen es ähnlich geht wie dir und dann gib es einfach weiter, sehr, sehr gern. Wenn du jetzt noch nie solche Übungen gemacht hast und du denkst so, ich kann gar nichts fühlen, mein Kopf ist so laut, das macht gar nichts, üb es einfach und zwar so oft, wie du immer das andere gehört hast, ja, also jetzt darf es einfach neue neuronale Vernetzungen in dein Gehirn verschalten. Das war's von mir für heute. Ich wünsche mir, dass es dir hilft. Wenn es dir hilft, gib es mir gern weiter. Wenn dir noch was fehlt, gib es mir auch weiter. Und hier gibt es gern die Fläche. Drunter kannst du gerne austauschen, was deine neue Ideen sind, mit was du hier Beitrag sein kannst, mit was du andere Menschen vielleicht helfen kannst. Und dann findet sich doch die, die was anbiete und die, die was suche. Also was, wenn wir jetzt eine coole Fläche schaffen. In ganz, ganz tiefer Liebe, deine Monja Berardino-Cioste.